Lausenologie Studio. Beispiel, wenn sich Zeichen phonetisch aufeinander eingehen, dass die Redewendung entsteht und wenn sie von der Ähnlichkeit aufeinander gehen, die Sinnwendung entsteht. Hier ist die Sinnwendung ein bisschen äußerlich eingenommen, aber phonetisch ist das richtig und führt in Richtung unaufgesagte freisprechende Sprache. Also freisprechen oder aufsagen ist ein Unterschied. Und das Zählwerk muss aber auch stimmen, die so und so viel das und das, die so und so viel das und das. Wäre dann besser dazu umrandet damit. Wir probieren es mal. Ich bin gerade falsch geklickt. Sieht man das so? Wenn ja, na t hui i na t. Taiping Su Su Yong Wo Su Tong Su Quang Si So Yu Su Su Tong Gai Dao Tao He Gai Dao He He Song Dao He Song Song Ji He Song Ji Ji Tang Song Ji Tang Tang Ti Ji Tang Ti Ti Pang Tao Ti Jing Jing Tang Ti Jing Tang Tang Gu Jing Tang Gu Gu To Tang Gu To To Si Gu Tang Si Si Sun Da Kong Tai Kong Tang Gu Tang Fu Pang Su Yi Yao Si Tai Gu Sun Yi Si. Man das auch. Ich weiß nicht, ob man das da sieht. Naja. Das klingt jetzt ein bisschen auf Genghis Khan hat die Tanguten abgewehrt und deswegen ist Hok Sayuk ein großer Held geworden. Aber das ist eben der Einfluss, unter dem ich das eben geschrieben habe, aber so ist das wenigstens, dass die Sprache auch in der Worterkennung des Altertums auch wieder auftaucht und nicht nur die Zeichen aneinander reiht. Das hätte ich jetzt anders schreiben müssen, aber es ist jetzt nur mal als Beispiel so. Das war nochmal ihr Kerngedau-Sinologie-Studio. Also Konfuzius sagte das auch, hat das leider nicht gefunden beim Lesen, aber mit den Zeichen auf die Zeichen ausgehen. Also am besten immer Wushu schreiben oder am besten, am allerbesten immer das geschriebene Zeichen immer mit zwei Zeichen phonetisch erklären, die auch den Sinn der Aussprache und des Bildes entsprechen. Oder ergänzen. Das war nochmal Ihr Kerngedau-Sinologie-Studio.